Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Ich bin wieder in Minecraft drin und zeige euch heute wieder eine Welt. Und zwar nennt sich diese Skywars für Fortgeschrittene. Die könnt ihr im Minecraft Store suchen und da müsst ihr dann eingeben Advanced Skywars. Diese Map stelle ich heute vor. Und zwar finde ich die als Skywars Map schon sehr gelungen. Da ihr für einen kleinen Preis, 4,99 € eine Welt bekommt und 6 Skins. Die Skins schauen wir uns erstmal hier als erstes an. Und zwar sind es die hier. Hier sind ein paar doppelt, deswegen sind es halt nur 6. Dann hier eine Bewertung von 4,7 Sternen. Und hier sind noch mal ein paar Bilder dazu. Ich werde jetzt auch gleich in die Map reingehen und euch noch mal alles zeigen. So, dazu gibt es noch ein Video, das könnt ihr euch dann selber noch mal anschauen. Das muss man ja nicht bezahlen. So, dann erstellen wir erstmal eine Welt. Wenn ihr euch diese Welt gekauft habt und es irgendwelche Schwierigkeiten gibt, kann manchmal sein, dass es noch nicht funktioniert. Dann müsst ihr einfach nochmal aus der Welt rausgehen und wieder reingehen. Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, dann am besten Minecraft schließen oder einfach die PlayStation neu starten. Und so, jetzt sind wir schon auf der Welt. So sieht das Ganze ja aus. Welcome to Advanced Skywars. So, dann werden wir erstmal hier nett begrüßt und jetzt kommen wir zu den Sachen, die ich hier natürlich am besten, also die ich einfach mag an dieser Welt. Und zwar kann man die Spieleinstellungen treffen, zum Beispiel, dass es mit Wetter ist. Bei dem Wetter ist es so, dass da auch zum Beispiel Feuerkugeln von unten kommen können, von oben können kommen können. Und dann kriegst du Schaden, wenn du die abbekommst. Dann kannst du hier noch das hier einstellen. Dann können wir noch Tag und Nacht einstellen. Bei dem hier kann man dann also Zombies zum Beispiel oder einfach Gegner einstellen. Hier bei den Lucky Blöcken kann man auch an- und ausmachen. Dann gibt es hier verschiedene Arenen, die man auch wählen kann. Hier gibt es einmal die Castle Arena, also so eine Burgarena, eine Nether Arena, eine Sandarena, eine Endarena, eine Snow Arena und eine Random Map kannst du auch noch treffen und die Custom Map. Die Custom Map kannst du selber bauen quasi. Dazu musst du einfach nur hier in den Custom Map Generator, nee, Creator, so, reingehen. Dann wirst du automatisch in Kreativ gesetzt und du kannst hier deine eigene Skywars Map erschaffen. Hier drinnen sind dann halt noch Lucky Blöcke und die könnt ihr euch dann noch schnappen. Hier kann man dann alles sichern und hier kann man dann noch alles resetten. So, dann gehen wir jetzt mal zurück. Und jetzt stelle ich euch noch kurz die Spielmodis vor. Einmal kennt ihr Spieler versus Mobs oder Bots halt spielen oder PvP, also Spieler gegen Spieler. Bei diesem Modus, also beim Spieler gegen Mobs, ist es dann so, dass es ist eigentlich für ein Singleplayer gedacht, dass du alleine spielst. Und hier ist es dann eher so für den Mehrspieler. Deswegen zeige ich euch jetzt mal die erste Map. Und zwar können wir hier einfach mit der Castle Arena spielen und gehen dann direkt mal eine Runde. Ich werde jetzt nicht die komplette Runde spielen, sondern ich werde jetzt einfach nur ein bisschen versuchen, hier ein bisschen zu spielen. So, dann öffnen wir hier als erstes den Lucky Block. Da kann auch manchmal was Schlechtes rauskommen. Könnt mich gerne verbessern in den Kommentaren, wenn ich irgendwas falsch mache, weil ich spiele gerade auf Maus und Tastatur und da bin ich noch nicht der Fortgeschrittenste. Wie man eindeutig sehen kann. So, dann setzen wir mal das Schwert hier hin. Das da. So, jetzt können dann generell noch Mobs spawnen bei der ersten Welle. Ich muss mal kurz die Musik leiser stellen. So, jetzt haben wir das ein bisschen leiser.
und können dann jetzt so weitermachen. Aber leider haben wir keinen Bogen. Okay, da kommt die erste Welle. Wir haben ein Eisenschwert mit Verbrennung, das ist eigentlich ganz gut. So. Jetzt kann ich die Diamanten leider nicht abbauen. Wir bauen uns direkt mal rüber. Dann gibt es dann quasi so einen Endgegner. Das ist dann der Boss, den seht ihr jetzt nicht. Der ist da in der Mitte Arena quasi. Ich kann nicht bauen. Also. Okay, wir sind drauf. Die Wege werden sich hier auch immer weiter vergrößern. Oder quasi erweitern. Da seht ihr es. Jetzt haben wir hier immer denselben Kistenloot. Aber zum Glück sind immer Enderperlen dabei. Ey, schon wieder. Und bei der nächsten Todes ist, dann ist irgendwas falsch. Das hier sind etwas stärkere Gegner. Eine Angel könnte ich noch gebrauchen. Ja, der geht dann da lang. Schon wieder dasselbe. Jetzt ist nämlich die Welle, nächste Welle da. Und jetzt sind wieder neue Gegner gespawnt. Jetzt sind hier auch noch Bogenschützen. Nein! Oh, ich komme gerade nicht klar. Jetzt muss ich hier für einen Bot einen goldenen Apfel essen und verliere auch noch. Ich komme nicht an ihn ran, der hat irgendwie Rückstoß. Jetzt. Kommen wir. Jetzt. Die Bogenschützen sind immer die eine der schwierigsten. Eine Angel brauche ich. Ein Bogen oder sowas. Ist irgendwie gerade immer dasselbe. Ich kann nichts dafür. Oh Gott. Wir haben noch extrem wenig Leben und ich hoffe, dass diese Enderperle mich hierher bringt. Perfekt. So, das Video wird jetzt nicht mehr allzu lange gehen, weil ich glaube, bis zum Boss dauert es noch ein bisschen. Ja, ich werde euch dann im nächsten Video aufklären, ob ich es geschafft habe, den Boss zu besiegen. Jetzt werde ich noch bis zur nächsten Insel rennen und dann beende ich das Video. Jetzt werde ich noch... Oh. Ich hab doch einen Bogen. Da ist übrigens der Boss. Gegen den wir dann noch spielen müssen. Die Pfeile sind gerade ein bisschen lang. Und wie ihr sehen könnt, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Die also die Gegner sind generell ein bisschen anders. Vom oh. Wo sind wir? Wir haben es nicht geschafft. Ich habe irgendwie die Enderperle ein bisschen falsch geworfen. Naja, damit sage ich dann ciao, bis zum nächsten Mal. Dann brauche ich euch das nächste Mal nicht sagen, ob ich verloren habe oder ob ich es geschafft habe. So sieht es auf jeden Fall aus, wenn ihr verloren habt. Und damit sage ich ciao, bis zum nächsten Mal.